Das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, kurz DZIF, fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs in der DZIF Academy. Ziel ist die Ausbildung einer neuen Generation von Infektionsforscherinnen und Forschern. Ganz entscheidend dafür sind verschiedene Stipendienprogramme. Wir haben uns mit drei DZIF-Stipendiatinnen und Stipendiaten getroffen und sie gebeten, von ihrem wissenschaftlichen Werdegang zu erzählen. In diesem Video berichtet Annika Klaassen über ein Stipendium, mit dem das DZIF Ärztinnen und Ärzten eine Auszeit vom Klinikalltag ermöglicht, um zu forschen. Hallo, mein Name ist Annika Klaassen. Ich arbeite seit 2017 in der Uniklinik Köln in der Hämato-Onkologie und Infektiologie und bin seit März diesen Jahres für ein Clinical Leave Stipendium am Leibniz-Institut in Braunschweig. Das ist eine gute Frage, das fragen mich viele. Ein Clinical Leave Stipendium gibt mir als Ärztin die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit von meiner klinischen Tätigkeit freigestellt zu werden und mich ganz der Forschung zu widmen. Das heißt, aktuell stehe ich nicht am Patientenbett, sondern bin im Labor. Ich habe nach einigen Jahren, in denen ich nur in der Klinik tätig war, gemerkt, dass ich Lust habe, nochmal richtig in die Forschung zu gehen, 100% meiner Zeit in Forschung zu investieren und habe mich deshalb für ein Clinical Leave Stipendium beworben, um diese Chance zu haben, auch ein erstes eigenes Projekt eben in der Zeit durchsetzen zu können. Bevor ich in die Wissenschaft gegangen bin, dachte ich immer, alle Wissenschaftler sind so verborene Einzelkämpfer, die in ihren Büros oder im Labor herumsitzen. Und seit meinem ersten Tag habe ich da eigentlich die positive Überraschung erlebt, dass dem überhaupt nicht so ist. Wissenschaft lebt von Teamarbeit, Wissenschaft ist total interdisziplinär und das ist mittlerweile einer der Punkte, der mir am meisten Spaß macht, jeden Tag in meinem Job mich zu vernetzen, mit anderen Leuten zu sprechen, aus unterschiedlichen Ländern Projekte zu planen, Ideen zu verwirklichen. Und das ist ein ganz toller Aspekt in unserem Beruf. Ich glaube, der schönste Moment war tatsächlich die Zusage fürs Clinical Leave, denn ich kam da aus einer Zeit, die für mich in der Klinik sehr anstrengend war, nach 2 Jahren auf der Intensivstation und in der Notaufnahme im Schichtdienst. Und das war für mich der Lichtblick zu sagen, nach diesen anstrengenden Klinikjahren habe ich jetzt ein Projekt, was ich realisieren kann, wo ich komplett für freigestellt bin. Das war schon ein toller Moment, als die Zusage kam. Momente, wo man alles hinschmeißen möchte, kennt jeder. Bei mir waren die Momente, vor allem in der Zeit, als ich klinisch extrem eingebunden war, wenn man aus 4 Nachtdiensten auf der Intensivstation kommt und am nächsten Tag ist eine mehrstündige Telefonkonferenz, die man vorbereiten muss, dann stößt man doch an seine Grenzen. Gezweifelt habe ich nie an dem, was ich mache. Ich habe immer Spaß an meiner Arbeit, aber ich hatte auch das große Glück, dass ich eine gute Freundin und Kollegin habe, die genau das Gleiche macht wie ich. Und wir haben uns gegenseitig immer sehr bestärken können in dem, warum wir das tun, was wir tun und so die Motivation nie verloren. Ja, was mich angetrieben hat, nach so langen Dienstschichten dann trotzdem noch Telefonkonferenzen zu machen und Studien zu planen, ist eigentlich das Gefühl, dass man in einem Team arbeitet, in dem man hoffentlich irgendwann auch etwas bewirken kann für die unmittelbare Patientenversorgung. Das ist toll, da mitzumachen und zu wissen, dass man vielleicht ein kleines Puzzlestück liefert dafür, dass es zukünftigen Patientengenerationen dann mal besser geht. Das war tatsächlich ein reiner Zufall. Ich wollte damals unbedingt an der Uniklinik Köln in der Krebstherapie arbeiten und habe dort deshalb mein praktisches Jahr absolviert und bin auf einer Station voller Infektiologen gelandet. Denn in Köln gehört die Onkologie und die Infektionsmedizin zusammen. Und die Kollegen haben mich dort komplett davon überzeugt, dass das, was eigentlich für mich das spannende Thema ist, Infektionen, gerade auch bei den Patienten mit geschwächten Immunsystemen. Und ja, seitdem brenne ich für Infektiologie. Auf jeden Fall. Also ich bin selber etwas durch Zufall in der Wissenschaft gelandet. Im Studium hat das bei uns keine große Rolle gespielt. In der Schule habe ich mir darüber auch keine Gedanken gemacht. Da wusste ich, ich möchte Medizin studieren, aber nicht, ich möchte klinischen Scientist, medizinische Forscherin werden.
Ich kann es wirklich jedem empfehlen, die Arbeit macht viel Spaß und man hört ja doch oft, dass gerade für Frauen es immer noch schwieriger ist. Auch da muss ich langsam oder kann man widersprechen und sagen, mittlerweile gibt es tolle Fördermöglichkeiten, gerade auch für Frauen, Maternity Leave Stipendien, wie es ja auch vom DCIF gibt, aber auch Clinician Scientist Programme. Das heißt, auch junge Studentinnen, Frauen sollten davon nicht zurückschrecken. Also wenn mich jetzt jemand nach einem Rat fragen würde, der in die Wissenschaft geht, würde ich immer sagen, man muss es einfach versuchen, weil man weiß nie, ob man scheitert oder ob alles so läuft, wie man sich es vorstellt. Es gibt immer Stolpersteine auf dem Weg. Auch ich hatte kleinere Stolpersteine und vielleicht auch den einen oder anderen größeren. Aber versuchen ist alles und deshalb bin ich umso froher, dass ich jetzt mein eigenes Projekt durchführen kann.